Der Funky Cat ist ein richtig knuffiges, schön designtes Auto, das mich so ein bisschen an eine Mischung aus Fiat 500 und Mini erinnert. Sehr, sehr gut gelungen mit den kleinen Kulleraugen vorne, den hübschen Scheinwerfern, den kleinen Hutzen, die da vorne drauf sind. Richtig schön. Er ist rund, nicht so aggressiv wie viele andere, vor allem deutsche Autos, die mit großen, aggressiven Scheinwerfern und Kühlergrills daherkommen. Das ist ein richtig knuffiges Auto. Und vor allem die Innenausstattung gefällt mir sehr, sehr gut. So ein zweifarbiges Lenkrad fasst sich sehr gut an. Der Stoff hier drin ist so ein bisschen erinnert an Alcantara. Ist ein sehr sympathisches Auto. Ich bin den jetzt 2 Wochen gefahren und ich bin ihn sehr gern gefahren. Ist ein sehr, sehr schön designtes Auto. Es sieht knuffig aus, wie man so schön sagt. Die Lenkung ist klasse. Man kann wunderbar einlenken, zielgerichtet. Für manchen vielleicht ein kleines bisschen zu viel Spiel drin, ist aber wirklich Geschmackssache. Er kann sehr direkt lenken. Man kann also wunderbar auf den Punkt in die Kurven rein. Alles gar kein Problem. Super. Nächster Punkt. Das Cockpit ist prinzipiell wie heute viele elektrische Autos ein großes Display. Die Tasten sind allerdings ein bisschen zu klein. Die Icons hier und außerdem sehr unglücklich hinter dem Lenkrad. Man muss ja fummeln. Teilweise sind die auch schlecht oder unzureichend beschriftet. Man drückt drauf und denkt, wo ist denn das Problem jetzt hier? Also wie kann ich denn jetzt einfach meinen Radiosender hier einschalten? Das ist Fummelkram. Und eigentlich soll es die heutige Technik es ja uns allen ein bisschen einfacher machen, aber es ist an vielen Stellen noch Bedarf, das nachzujustieren. Die Reichweite. Reichweite ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, das ist ein Stadtauto, mit dem man auch mal einen Ausflug machen kann. Da kann man locker mal 100 oder 150 Kilometer rausfahren. Die Reichweite, die ich jetzt hier habe, die echte gefahrene mit Stadtverkehr und ein bisschen Autobahn, ist bei rund 350, manchmal 360 Kilometer. Das ist schon stattlich. Das reicht vollkommen aus. Ich will mit dem Ding nicht von Berlin nach München fahren. Dafür ist er nicht gemacht. Dafür ist er noch ein bisschen zu klein. Aber für den Stadtverkehr und gelegentliche Ausflüge ins Umland, wunderbarer Akku, ganz toll, zieht super gut an, bremst schön über das One-Pedal-Menü, ganz, ganz tolle Sache. Funktioniert wirklich klasse, habe überhaupt keine Probleme damit. Lustig dabei, es gibt verschiedene Fahrmodi. Das haben ja nun so ziemlich alle Autos von Eco über Komfort etc. Das hier macht er aber mit Geräuschen. Und das ist zum Beispiel bei Sport. Entschuldigung, bitte sage es nochmal. Kommt jetzt hier vielleicht nicht so richtig rüber, aber da macht er so. Das ist funny. Das macht Spaß. Hat keinen wirklichen Nutzwert, aber es macht Spaß. Ja, da kommen wir zu dem kleinen Problem, das man mit dem Auto hier haben wird. Weil es gibt. Entschuldigung, ja, bitte sage es nochmal. Abbruch. Nochmal bitte. Du kannst Abbruch. Zum Beispiel sagen: Anruf. Okay, abgebrochen. Das ist eins der Probleme, die man mit dem Funky Cat hat. Der Funky Cat setzt sehr viel auf Spracheingabe. Und der hier heißt zum Beispiel eigentlich Thomas. Aber weil wir im Bekanntenkreis sehr viele Thomasse haben, ist es schlicht nicht möglich, mit ihm hier zu kommunizieren. Weil andauernd, wenn privat ein Wort fällt wie Thomas, er sappelt und sappelt und sappelt, obwohl er nicht sein muss. Die Idee einer Sprachsteuerung finde ich prinzipiell sehr, sehr gut. Ist eine tolle Sache. Entschuldigung, bitte aber sage es nochmal. Nochmal bitte. Du kannst zum Beispiel sagen, anrufen oder spiele Musik. Soll ich noch mehr dazu sagen? Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Ne? Der Funky Cat ist ein schönes Auto zum Cruisen, wie man so neudeutsch sagt. Richtig schön. Zieht gut an. Also, das geht richtig fix, obwohl er das gar nicht muss, das erwarte ich gar nicht von ihm. Es ist für die Stadt ein ideales Auto mit einer super Reichweite, viel Platz. Der Kofferraum reicht für einen größeren Einkauf vollkommen aus. Man kann auch die Sitze umklappen. Zu viert kann man locker mal schnell 100, 150 Kilometer ins Umland fahren. Alles tadellos verarbeitet, sieht super aus und es kommt auch dauernd immer jemand und fragt, was ist denn das für ein Auto, weil es einfach ein ungewöhnliches Auto ist. Der Funky Cat hat mir wirklich 14 Tage sehr viel Spaß gemacht. Mal abgesehen von dem nervigen Assistenten, der dringend überarbeitet werden muss, ist das Ding, der Funky Cat
ist wirklich ein tolles Auto. Super ausgestattet, alles drin, was man so braucht, selbst eine Sitzlüftung ist mit bei. Schiebedach ist mit bei, funktioniert per Sprachsteuerung, wenn er nicht gerade wieder dusseliges Zeug quasselt. Tadellos, wirklich ein tadelloses Auto. Aber wie gesagt, die Software muss dringend überarbeitet werden. Da gibt es ein paar Dinge, die einfach nicht sein dürfen. Fans dabei als sonst. Die Veranstalter haben also einen Besucherstopp verhängt, weil die Flächen vom Regen einfach zu stark aufgeweicht wurden. Das Auto macht, was es will und nicht, was ich will. Und das ist das Problem. Ich würde mir den Funky Cat kaufen, trotz seines stattlichen Preises. Ich würde es mir unter zwei Bedingungen kaufen. Erstens, wenn man ein paar Tasten mehr hat. Ich möchte gerne einen Lautstärkeregler hier drin haben. Und ich möchte ein paar Tasten mehr haben, einfach um zum Beispiel Dinge einschalten zu können, das Schiebedach zu öffnen und so weiter. Das möchte ich gerne haben. Das andere ist, dass ich mir eine Taste wünsche, die diesen Assistenzwahnsinn abschaltet. Danke, Ora, dass ihr mir den Wagen mal 14 Tage hingestellt habt. Fand ich wirklich gut und ich habe viel gelernt. Ja, ich weiß, dass du hier bist und ich möchte Abbruch. Entschuldigung, bitte sage es nochmal. Habt Spaß mit dem Auto. Trotz dieser Macke, meine Empfehlung. Anrufen oder spielen.